So, hallo, Thomas Rall von Naturleben. Ich möchte heute mal ein Video machen zu dem Thema Ausrüstung, gerade für den Anfang. Und ich weiß, es gibt jetzt schon x Videos, was sind die besten Werkzeuge für den Anfang. Warum mache ich jetzt nochmal eins? Das liegt einfach daran, dass ich immer wieder Videos sehe, wo Leuten unglaublich teures Zeug in Videos verkauft wird. Und sowas muss ich ehrlich gesagt sagen, verstehe ich nicht, weil gerade als Anfänger oder Anfängerin braucht man bestimmt kein Mega-Equipment, damit man draußen im Busch oder wenn man am Anfang von diesem Hobby steht, irgendwelche teure Sachen mitnehmen muss. Aus diesem Grund habe ich euch meine Tasche mitgebracht. Diese Tasche benutze ich zum Beispiel auch, wenn ich einen Kurs gebe, weil ich einfach auch finde, ich jetzt, wenn ich so einen Kurs leite, brauche nicht mit irgendwelchem teuren Gear rumlaufen, sondern ich kann den Leuten einfach zeigen, mit welchen Werkzeugen oder einfachen Werkzeugen man wirklich fast alles draußen beim Bushcraften machen kann, ohne dafür hunderte von Euros auszugeben. Das wäre meine Tasche. In dieser Tasche drin ist ein Hultaforce Trekking Beil, das H006, hat ein Kopfgewicht von 600 Gramm, eine Länge von knapp über 30 cm, ist ein wirklich super günstiges Einsteigerbeil, mit dem man richtig gut arbeiten kann, hacken kann, aber auch leichte Schnitzarbeiten machen kann. Dann habe ich in meiner Tasche drin ein Mora-Messer, das ist das, wo in dem Bakko-Set mit der Lapplander zusammenkommt. Ist auch ein super, super gutes Messer, hält einiges aus, man kann richtig gut damit schnitzen und es lässt sich einfach auch super, super leicht nachschleifen. Es kommt in der Scheide aus Plastik, ist leicht, kann man einfach sich an Gürtel anklippen. Dann habe ich noch in meiner Tasche drin die Bakko. Ihr seht, die ist auch schon ordentlich benutzt. Das ist wirklich eine Top-Säge von Anfang. Die macht vielleicht nicht so viel Holz wie eine Silky, kostet aber auch viel weniger. Die Zähne lassen sich nachschleifen und die bricht auch nicht so leicht. Also selbst eine Silky bricht leichter als eine Bakko. Obwohl eine Silky auch eine wirklich gute Säge ist, braucht man aber von Anfang nicht. Diese Säge verzeiht einem auch ganz arg viel, wenn man mal grob mit ihr umgeht und lässt sie arretieren. Ist wirklich ein ganz tolles, günstiges Teil. Die zwei Sachen zusammen kriegt man im Internet für 25 Euro. Dieses Beil kriegt man für 35 Euro. Dann habe ich in meiner Tasche immer noch dabei einfach ein Victorinox Taschenmesser. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich empfehle euch eins mit Feststellklinge, weil das einfach sicherer ist. Und was ich bei meinen Taschenmessern immer gern noch dabei habe, also was ich wirklich als notwendig empfinde beim Bushcraften, ist eine Ahle. Ist ein super Werkzeug zum Bohren. Und ich sage immer wieder, eine Schere sollte auch dabei sein, weil man muss ja vielleicht auch mal ein Pflaster oder sowas schneiden. Dann dieses hier hat noch speziell eine Zange. Das ist aber gar nicht nötig. Ich habe eine Zange oft dabei, weil ich ja auch so Dosensachen mache und da muss man manchmal Draht biegen und sowas. Aber gibt es auch viel, viel kleiner. Ein Victorinox Taschenmesser könnt ihr wirklich bei eBay für 20 Euro ohne Probleme schießen. Und das wären so mal diese Grundwerkzeuge, wo ich wirklich, wirklich toll finde. Dann habe ich meistens noch in meiner Tasche, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich nicht so, einfach einen Bushcraft Hammer, weil man mit dem viel gezielter arbeiten kann. Und meistens noch ein paar kleine Keile sowie ein Schleifstein. Weil das ist auch so was am Anfang. Klar wird ein Messer ja auch stumpf und dann braucht man einen Schleifstein. Und da kann ich wirklich den DC4, auch wenn der ein bisschen teurer ist, kann ich den empfehlen. Weil mit dem kann man wirklich, auch wenn man im Feld unterwegs ist, ganz, ganz leicht mal kurz sein Messer nachschleifen. Das ist überhaupt kein Problem, da dann wirklich wieder einen arbeitsfähigen Schliff hinzukriegen. Dann habe ich noch ein paar Seile drin, ein bisschen Pads, Wattepads und einen Mischmetallstab. Aber um den wird es heute nicht so gehen, sondern mir geht es wirklich um diese Werkzeuge. Gut, jetzt könnte ja das Video vorbei sein, weil ich ja alle die Werkzeuge vorgestellt habe. Dazu muss ich noch sagen, das sind auch genau die Werkzeuge, wo ich in dem Buch selbst geschnitzt eingesetzt habe. Das der Rocco Hartwig und ich zusammen geschnitzt haben, das wir zusammen geschrieben haben. Das kann ich euch mal kurz zeigen, das sind auch diese Werkzeuge abgebildet. Und wie gut es funktioniert, das möchte ich euch mit diesen Werkzeugen jetzt auch einfach mal demonstrieren, weil das ist ja auch sowas. Ganz oft, wenn man so Videos ansieht,
dann wird ja gar nicht, wird nur gesagt, dieses Messer ist super gut oder dieses Beil ist super gut. Ich möchte euch jetzt heute mal einen Tag lang mitnehmen und euch einfach zeigen, was ich alles mit diesen Werkzeugen so anstellen kann. Und das ist natürlich ganz, ganz trockenes Haselholz, also das ist ein richtiges Hartholz. Natürlich mit Sägen die einfachere Variante.
Ich konnte euch diesen Tag über zeigen, wie effektiv und gut man auch mit diesen bisschen günstigeren Werkzeugen arbeiten kann. Dafür braucht man nicht auch viel mehr. Man braucht halt dieses Taschenmesser, eine gute, günstige Säge, die Backo, ein gutes, günstiges Messer, ein Mora und ein Beil macht einem halt gerade auch so in Küchen- oder Lagerbau macht es einem doch einiges leichter. Solche Ideen für so Kochgestelle und Kochausrüstung findet ihr natürlich auch in unserem Buch, was der Rocco und ich zusammen geschrieben haben. Aber heute ging es mir wirklich darum, euch zu zeigen, dass ihr mit ganz, ganz einfachen Werkzeugen unglaublich viel draußen machen könnt. Leute, ihr braucht von Anfang nicht mehr als vielleicht diese 34 Euro, 25 Euro und nochmal 20 bis 30 Euro für ein Taschenmesser zu investieren. Und ihr kommt wirklich, wirklich ganz, ganz arg weit mit diesen Werkzeugen draußen in der Natur, klar, vor allem, wenn ihr am Anfang seid. Also mit diesem Bushcraft-Equipment können, glaube ich, auch Profis wirklich gut arbeiten. Das habe ich ja vorher auch gemeint. Wenn ich einen Kurs mache, habe ich immer auch diese Werkzeuge dabei, um einfach mich darauf anzupassen, dass Leute vielleicht am Anfang stehen und auch nicht so gute Ausrüstung haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte mich hier auch beim Kai bedanken, der mich heute gefilmt hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und wir da einen guten Tag dann zusammen haben. Und denkt immer dran, wenn ich das kann, kannst du das auch.